Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Mein Name ist Sebastian und ich habe euch heute einen Early Access Titel mitgebracht, der sowohl in Flat als auch in VR spielbar ist. Das Spiel heißt Vestige's Fallen Tribes, ist von Wonedev Studio und die haben schon Ragnarök und Propagation VR Paradise Hotel gemacht. Also sind auf jeden Fall bekannt und es ist ein Early Access Titel, kostet aktuell 14,99 auf Steam. Ich habe die Flat-Version eine Stunde gespielt und die VR-Version auch ungefähr eine Stunde. Und ich muss sagen, es funktioniert alles gut, aber es ist verdammt schwer. Also es ist verdammt hart, das Spiel. Wir haben hier ja eine Art, eine Mischung zwischen Brett- und Kartenspiel. Wir haben ja eine Map, sage ich einfach mal, wo wir Einheiten positionieren können. Jede Karte bedeutet eine Einheit, die kostet. Jede Karte kostet halt was und wir haben immer pro Runde ein Konto oder ja, wir bekommen auch wieder pro Runde immer wieder Geld, was wir dann nutzen können, um neue Einheiten auf das Brett zu setzen. Und somit können wir halt ja immer wieder mal reagieren, wenn wir die Einheiten vom Gegner sehen. Nach jeder Runde sieht man dann halt, wo der Gegner seine Position, die aktuellen Positionen besetzt hat. Und darauf kann man reagieren. Es gibt aber auch dann immer pro Runde wieder ja Einheiten, die ersetzt, wo wir nicht wissen, wo die erscheinen werden. Das ist halt das ja das Gute daran oder das Interessante daran. Und ja, danach kann man dann sagen, wenn man die Einheiten gesetzt hat, man hat keine Karte mehr frei oder auch kein Geld mehr, kann man sagen, aussenden und schon beginnt das Spiel oder ja der Kampf. Und dann hat man auch keinen Einfluss mehr darauf, dass man irgendwo Einheiten wegnehmen kann oder sagen kann, geht bitte dahin. Da fehlt mir noch so ein bisschen die technische oder taktische Komponente, dass ich Einheiten sagen kann, eventuell, wo die auch erstmal lang gehen sollen. Das wäre noch cool, wenn ich pro Einheit sagen kann, okay, du gehst erstmal die Flanke und greifst mal von da an. Aber das läuft dann komplett autark für sich automatisch und man ist dann halt einfach Zuschauer. Dann haben wir eine neue Runde. Jede Map halt ja meistens 5, manchmal 6 Runden und die muss man dann halt alle überstehen, um diese Map zu gewinnen. Das seht ihr aber dann gleich auch im Video. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Steam-Seite. Hier sehen wir auch Early Access Spiel. 14,99 kostet das Ganze. Ist halt, ja, von der Untertitel her haben wir Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter und so fort. Der Ton ist halt nur in Englisch, aber das stört absolut nicht. Ich fand, es sah jetzt in VR besser aus als in Flat. Das hat mir viel, viel besser gefallen und hat auch richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt aber nur den Einzelspieler-Modus gespielt. Man hat auch die Möglichkeit, Online-PvP-Modus zu spielen, entweder gegen komplett Fremde oder wir haben auch die Möglichkeit, Server zu errichten oder beizutreten. Das ist auch das Gute. Und ja, Wonedev Studios, hier sehen wir das Spiel. Ragnarök ist aktuell sogar im Angebot. Ein richtig geiles Musik-Rhythmus-Game habe ich auch schon öfters gestreamt, weil mir die, also nicht, weil ich gut bin darin oder weil mir der Spielmodus gefällt oder, ja, das Spiel ist halt cool, aber die Musik gefällt mir. Das ist so passend zu Ragnarök und das macht richtig, richtig Spaß. Ja, und das ist Propagation Paradise Hotel und das ist das, ja, Horror-Hotel, sage ich einfach mal. Hier habe ich mal einen Livestream gemacht, ich glaube 1,5 Stunden oder so und dann hatte ich auch die Faxen dicke, also es ist verdammt hart, aber verdammt gut. Also wer wirklich VR-Horror liebt, das ist ein Must-Have-Titel, definitiv. Kostet aktuell nur 9,99 Euro, das ist echt geschenkt, muss man ganz klar sagen. Ja, wer sich aber auf rundenbasierte Kämpfe, wen das interessiert, der sollte hier definitiv mal reinschauen, Vestige's Fallen Tribes. Und ich bin gespannt, was die nächsten Updates bringen und ja, was sich dann immer verändert. Ich werde euch definitiv auf dem Laufenden halten, weil das ein Titel ist, der interessiert mich selber, dass ich auch sehe, wie entwickelt er sich, was verändert sich im Spiel. Und ja, mir hat es mega viel Spaß gemacht, aber ich würde sagen, schauen wir mal rein. So Leute, hier sind wir im VR-Modus von Vestige's Fallen Tribes. Es läuft bei mir nicht so 100% fluffig, sage ich einfach mal, über Virtual Desktop. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Und ja, man muss natürlich bedenken, wir haben hier eine ganz frühe Early Access. Und ja, ich nehme auch noch gleichzeitig auf. Das kostet natürlich auch noch mal Energie. Wir sind jetzt hier im Hauptmenü und können halt hier jetzt einstellen, die kompletten Grafikeinstellungen, die wir hier haben.
Nein, Cut. So Leute, hier sind wir im VR-Modus von Vestige Fallen Tribes und ja, hier haben wir unser Hauptmenü und hier können wir uns die Map mal so ein bisschen anschauen. Sieht ganz cool aus hinten, diese kleinen Figürchen, mit denen wir auch spielen können nachher oder gleich. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Einstellungen, die wir hier haben. Wir haben einmal die Audio-Einstellungen, da können wir wieder alles einzeln einstellen, was wir so haben möchten. Von Audio-Sachen und hier haben wir die Grafikeinstellungen. Ich habe alles mal so ein bisschen runtergeregelt, weil ich auch noch aufnehme und das Spiel scheinbar noch nicht so ganz optimiert ist. Und ich spiele auch mit Virtual Desktop und ja, vielleicht gibt es da auch ein bisschen Probleme. So ganz fluffig lief es eben nicht. Und ja, hier haben wir die Steuerung. Linkshänder-Modus können wir uns noch aktivieren. Bewegungsempfindlichkeit ist natürlich auch ganz gut. Und ja, das war es eigentlich mit den Einstellungen hier. Hier haben wir unsere Kartendecks, die wir sammeln können und verbessern können. Ich glaube, die sind aber nur, wenn wir hier wirklich im PvP-Modus spielen. Wir haben hier einmal die Möglichkeit Einzelmissionen, PvP und privater Server. Dann können wir einen privaten Server entweder generieren oder einem beitreten. Ich möchte euch aber jetzt erstmal die Einzelplayer-Missionen spielen. Und ich habe eine Stunde ungefähr im Flat-Modus verbracht. Und ich muss sagen, es ist verdammt schwer. Ich möchte euch jetzt einmal die erste Mission hier zeigen, die ich auch geschafft habe. Die anderen habe ich alle nicht so wirklich geschafft. Wir sehen hier immer, also es sind mehrere Runden in einem Level und die müssen wir auch alle abschließen. Wenn wir hier alles weiß haben, ist die auch geschafft. Und hier seht ihr, ich bin hier bis zur dritten Runde gekommen, dann war Ende, bis zur fünften und dann war Ende und so weiter. Und ich zeige euch jetzt einmal die erste Mission. Zeige euch mal, wie die ganzen, ja, wie das Handling ist, wie ich über die Karte hier pushen kann, sage ich einfach mal. Und das ist schon viel, viel schöner, als wenn ich jetzt einfach mit Flat gucke. Und hier kann ich mir das wieder bewegen, wenn ich die Grip-Tasten halte, kann ich mir die Map hin und her bewegen, kann die hoch oder runter machen, wenn ich die Grip-Taste halte, wie ihr seht. Und ja, hier kann man dann, wenn man beide hält, kann man sich die Karte drehen. Und hier kann man uns die Figürchen ganz genau anschauen. Sieht echt cool aus. Und das ist unser Schlachtfeld. Hier kann ich auch komplett von oben mir das Ganze anschauen. Und hier haben wir unser Kartendeck. Die Einheiten können wir setzen. Also jede Einheit kostet halt was. Und hier ist unser Rundenkonto. Wir haben aktuell 300 noch frei, das heißt, ich könnte zwei davon setzen oder jeweils einen davon oder einen Heiler und einen Armbrustschützen. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir setzen die mal und ich würde sagen, einen Heiler nehmen wir. Und dann haben wir die Möglichkeit, diesen hier in den ganzen Feld hier, was wir sehen, einzusetzen. Ja, ich würde mal sagen, wir setzen den ungefähr in die Nähe, wo auch unsere Einheiten sind, damit er die heilen kann. Und dann setzen wir nochmal Armbrustschützen ein. Und die setzen wir hier hin. Und ja, jetzt haben wir unser Konto leer, können keine Karte mehr setzen und jetzt müssen wir einfach auf Aussenden drücken. Das machen wir jetzt mal. Und dann setzt der Gegner auch seine Einheiten ein. Den sieht man nicht von Anfang an, nur einen gewissen Teil. Eben haben wir ja nur diesen Teil hier gesehen. Und die hat er nachher gesetzt und er kann jetzt natürlich auch noch neue setzen und darauf müssen wir dann auch reagieren, wenn wir die gesehen haben. Jetzt sehen wir die natürlich noch nicht. Wir haben jetzt hier 200 und ich würde fast sagen, dass wir uns hier Gladiatoren auch hinsetzen. So, und die Einheiten kann man auch über die Buttons, kann man die so oder so positionieren. Ich positioniere jetzt eine Einheit mal auch hier hin, mal schauen. Es kann sein, dass hier irgendwo gespawnt wird und ja, darauf kann man jetzt nicht reagieren, das muss man dann in der nächsten Runde machen und hoffen, dass man jetzt gewinnt. Man hat keinen Einfluss mehr darauf, wenn man einmal auf Aussenden drückt. Die Kämpfe laufen komplett autark ab. Und wie wir gesehen haben, war da jetzt links und rechts wirklich Einheiten. Und aktuell sieht es nicht schlecht aus für uns. War aber knapp.
Ja, hier sehen wir die Einheiten jetzt und die sind gar nicht so ungefährlich. Weil die sieht man ja, das sind so Meuchelmörder. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die bei diesem Clan heißen. So, jetzt müssen wir uns gut überlegen, was wir machen. Wir haben jetzt 400. Ich würde fast sagen, dass wir einmal einen Protektor einsetzen. Der hat so ein riesen Schutzschild. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. So, komm, den setzen wir einmal hier hin. Und dann haben wir noch 200. Und ich würde fast sagen, dass wir dann hier auch... diese Legionäre hinsetzen. Jetzt haben wir noch 100 frei, aber können natürlich nichts mehr setzen. Und dann geht's los. Und gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen von näher an. Und hier sehen wir das Riesenschild von dem Protektor. Und der schützt dann natürlich sich und auch seine Leute, die hinter ihm stehen. So, das sind so Scharfschützen. Die sind auf Entfernung sehr stark, aber können auch nur selten schießen. Aber wenn die schießen, sind die fast bei jedem Schuss ist einer down. So, jetzt haben wir hier 500. Jetzt können wir natürlich gut was setzen. Also alles, was wir haben, kann man sagen. So, komm, wir setzen die jetzt hier noch dahinter. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass das reicht. Ja, und diese Maschine kann halt auch diese Tornados bilden. Ja, und das sollten wir gewinnen. Ja. Also, wir sind auch im leichten Modus. Wir gehen jetzt mal zur nächsten Mission. Aber ich finde den leichten Modus schon sehr, sehr stark. Und ja, bis zum letzten Tropfen heißt diese Mission. Und die habe ich nicht geschafft. So, wir haben jetzt hier so eine Meuchelmörder-Einheit. Hier sitzt eine und alles andere können wir nicht einsehen. Wir haben jetzt hier unsere Armbrustschützen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Wir haben 100 frei und ich würde sagen, dass wir zweimal Gladiatoren auch setzen. Dann können wir direkt gegen diese Einheiten auch vorgehen. So, die setzen wir einfach mal hier hin. Und hier versuche ich mal hier was zu setzen. Und dann geht's los. Das sieht nicht so verkehrt aus für uns. Das haben wir gewonnen. Jetzt haben wir 200. Jetzt muss man gut überlegen, was wir machen. Wir könnten hier einen Heiler hinsetzen. Müssen wir uns so gut überlegen, wo wir den platzieren. Aber den jetzt hier erstmal. Ja, komm, den setzen wir hier hin. Es ist immer so eine Sache. Hat man sich richtig entschieden? Hat man sich nicht richtig entschieden? Und jetzt haben wir uns nicht richtig entschieden. Wir haben verloren. Der Gegner hat, ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann, hier hinten Scharfschützen positioniert. Und da haben wir halt direkt gegen verloren. So, wir machen jetzt aber noch mal eine andere Taktik. Dann setzen wir die hier noch hin. So. Und machen wir erstmal aus. Mal schauen. Okay, das ist eine schlechte Taktik gewesen, weil die direkt unsere Armbrustschützen rausnehmen. Wir haben natürlich trotzdem gewonnen, aber es war jetzt nicht so wirklich prickelnd. Man könnte aber hingehen und setzen wir hier jetzt Legionäre hin.
Da sieht man halt, dass die Scharfschützen extrem gefährlich sind. Die nehmen uns so schnell die Leute weg. Und ich weiß nicht, wie man gegen diese Leute dann oder gegen diese Einheiten reagieren kann. Ich könnte jetzt versuchen, einen Protektor irgendeinen zu setzen. Das heißt, wir müssten erstmal gucken, dass wir alles ungefähr hier in die Mitte setzen. So, und dann müssen wir hoffen, dass das halt irgendwie gut geht. So. Und nachher würde ich dann in der nächsten Runde den Protektor hier irgendwie hinsetzen. Das ist halt alles ein bisschen ausprobieren, ob es so gut geht oder nicht. Weil die Runde gewinnen wir jetzt, weil die Scharfschützen uns jetzt keine Einheiten hier wegnehmen können. Und jetzt würde ich versuchen, einen Protektor zu setzen, der mit seinem Schutzschild halt ein bisschen schützt. Und hat trotzdem nichts gebracht. Die nehmen uns immer wieder aus dem Spiel raus. Aber es war schon ein bisschen besser. Wir haben ein bisschen besser durchgehalten gegen diese Scharfschützeneinheiten. Wir können es auch mal anders probieren. So, wir setzen die jetzt hier hin. Und die setzen wir auch hier hin. So. Und dann setzen wir den Protektor halt gleich an irgendeine Ecke. Also so konnten wir uns auf jeden Fall besser behaupten. Alles probieren. Nee. Und wieder verloren. Also ihr seht, wie schwer das Ganze ist. Also ich finde es immens schwierig. Und das ist jetzt Schwierigkeitsgrad leicht. Light wollte ich schon sagen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass wir hier versuchen, direkt gegen diese Einheiten zu kämpfen. Und dann probiere ich gleich nochmal mit den Legionären. Wir können natürlich hier den Protektor hinsetzen, dann kann der hier die ganzen Armbrust schützen. Komm, das probieren wir. Dann kann er die schon mal schützen vor den Scharfschützen. Na. Ja, konnte jetzt auch nicht wirklich. Gefällt mir nicht, diese Protektoreinheit. Man müsste denen auch noch Befehle geben können, bleib hier stehen oder... Aber man stellt die Einheiten und dann ist auch vorbei. Wir machen aber gleich, also ist der letzte Versuch. Wir machen auch gleich nochmal eine andere Map. Dass ihr auch mal ein bisschen mehr seht. Und diese Meuchelmörder-Einheiten, wenn die dieses durchgestrichene Auge haben, dann hat die noch keine Einheit gesehen und dann dauert das natürlich auch ein bisschen. So, jetzt probieren wir hier halt einfach mal. Mit den Legionären zu arbeiten. Das war nicht gut. Nee, wir gehen jetzt auch zum Hauptmenü erstmal. Also das Schöne ist, man kann trotzdem die anderen Missionen spielen. Ne? Wir können
uns immer aussuchen, was wir gerade spielen wollen. Und ihr seht, Schwierigkeitsgrad leicht. Und komm, wir machen mal kein Entkommen. Dann schauen wir mal, wie die Map hier aussieht. Einheit zurückrufen, das ist ja auch gar nicht schlecht, ne? Schützentrupp. Ausgestattet mit Laserspeeren und schweren Schilden sind die Grundpfeiler der Illustranischen Armee. Ist zwar die gleiche mit BM, aber es sieht ein bisschen anders aus. Und ihr seht mal, wie schwer das Ganze ist. Ist Wahnsinn. Also es kann sein, dass ich mich echt schlecht anstelle. Aber man muss immer dazu sagen, es ist ein Early Access Titel. Die feilen noch an allem Möglichen. Und ja, da darf man jetzt nicht zu schnell sagen, ah, das ist nichts, das Spiel. Man muss denen natürlich Zeit geben. Early Access ist halt ein früher Zugang. Und mit jedem Update kommen Verbesserungen. So, jetzt sind wir auf der Seite, die diese Tornado-Maschine haben. Jetzt haben wir drei Brücken. Da hinten so ein schweres Geschütz. Jetzt haben wir Sandreiter und Dünenspeer. Dünenspeer sind diese Scharfschützen. Und wir haben 200 Punkte. Ich würde jetzt versuchen, erstmal hier diese Pferde und diese Sandreiter überall zu positionieren. Vielleicht auch mal hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. Da sieht man mal, wie stark diese Maschine auch ist mit den Tornados. So, und jetzt können wir doch einfach, also die will ich relativ weit wegstellen. So. Und die haben jetzt einen Heiler da hinten auch eingesetzt. So, die Scharfschützen, wie ihr seht, haben uns jetzt echt den Arsch gerettet, muss man so ganz klar sagen. So. Weitere Reiter natürlich. Und noch Scharfschützen, die würde ich hier positionieren. So. Jetzt haben die da Heiler, da Heiler. Mal schauen, ob er gewinnt. Das sieht sehr gut aus hier, gefällt mir. Die Scharfschützen müssten jetzt nochmal aktiv werden, aber wir haben gewonnen. Das schafft der Turm nicht mehr. So, Seelenjäger. Genau, jetzt haben wir hier so eine Verzauberungseinheit. Die kann uns gegnerische Einheiten zu Verbündeten machen. Und die setzen wir jetzt einfach mal hier hin und gucken mal. Dafür müsst ihr natürlich auch ein bisschen Platz haben, aber wenn einmal die in der Nähe ist, guck, jetzt hat die da schon die verzaubert. Und die kämpfen jetzt für uns, sterben auch für uns.
Aber es sieht nicht so aus, dass wir jetzt hier eine Chance haben. Wir gehen jetzt unter. Ja. Wenn die Scharfschützen ein bisschen schneller schießen würden, wäre das jetzt kein Problem gewesen, aber somit haben wir jetzt verloren. Aber sonst wären die auch OP gewesen. Das ist jetzt eine mittlere Map vom Schwierigkeitsgrad, aber wir schauen uns das trotzdem mal an. Ist aber auch wieder die drei Brücken, also gleiche Map wie eben. Verwandelt Feinde in Steinstatuen, das ist ja auch genial, oder? So, ich würde fast sagen, dass wir die hier setzen. Hier setzen wir auch nochmal eine Einheit. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass sie da lang gehen und den Gegner auch von hinten angreifen. Also das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Das war eigentlich meine Idee. Das ist auch gut, dass die Scharfschützen auch so ein bisschen nach vorne brechen. So, diese Schattenklingen, die kann man fast auf der gesamten Map einsetzen. Ich schau mir das hier mal jetzt an. So, die können wir hier hinsetzen. Und dann können die auch von hinten angreifen. Und die sind echt nicht zu unterschätzen. Natürlich, wenn die einmal entdeckt worden sind, sind die dann nicht mehr so stark. Aber die nehmen schon einige aus dem Spiel. Und durch diese Einheit haben wir jetzt auch gewonnen. Jetzt haben wir hier 300. So, ich würde sagen, dass wir hier einmal so einen Gorgonen nehmen. Den setzen wir hier mit rein. Und dann nochmal so Sandreiter. Ah, na komm. So. Und los geht's. Ah, das verlieren wir. Das wäre ein Wunder, wenn wir das noch schaffen. Wir haben es geschafft. Wir haben es aber auch nur geschafft, weil der genug Gegnereinheiten noch eingesammelt hat für uns. Also die müssen wir auf jeden Fall nochmal einsetzen. So, dann können wir von da angreifen und von der Seite. Und dann noch so ein Scharfschützen. Und dann haben wir auch noch mal hier. Jetzt geht's los. Ich glaube, das sollten wir ohne Probleme gewinnen. Also, wenn man jetzt sieht, das war eine Schwierigkeitsgrad Mittel und das war jetzt, fand ich, echt gut. Das hat mir Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich bei der einen Map hier einfach mich zu blöd anstelle. So, haben wir denn noch auch eine andere Karte? Oder gibt es noch immer so zwei? Das ist schwer. Komm, wir probieren einfach mal schwer. Dann haben wir das auch noch. Ist die letzte Map, die wir jetzt mal probieren. Mal schauen, was wir denn für Einheiten haben. Also so ist das Spiel cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass es richtig gut wird. So, wir haben 100. Dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal noch zwei Gladiatoren-Einheiten.
Die halten echt nicht viel aus, aber können richtig heftig austeilen. Das ist die Frage. Ich würde fast sagen, dass man das so macht. Kura hier hinter. Dann haben wir eine Einheit, die immer schön geheilt wird. Okay, hat nicht viel gebracht. Das ist es halt. Wenn man sich einmal falsch entschieden hat für eine Taktik, ist es vorbei. Und man ist dann auch relativ schnell raus. Muss dann aber direkt komplett von neu beginnen. Das sollte jetzt wieder an uns gehen. So, das war kein Problem. Wir nehmen die jetzt aus dem Spiel. Nächste Runde. So, Kura war eine ganz schlechte Idee. So, ich setze jetzt hier einfach mal die zwei Einheiten hin, die Legionäre. Ach, na komm. Ich glaube, dass die besser sind als der Heiler von eben. Ja, guck mal, die haben die komplette Mitte auseinandergenommen. Jetzt kommen von da noch welche, die sich gegen die Sniper wehren. Ja. Das haben wir auch gewonnen. So. Big Mama. Oh, das ist schlecht gewesen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie genau hier jetzt diese Schattenkrieger hinsetzen. Aber hat uns trotzdem den Sieg gebracht. Plus 400. Jetzt müssen wir natürlich hiergegen auch reagieren. Ne? Wenn wir die jetzt aus dem Spiel nehmen können, dann haben wir immer noch den hier, der uns eventuell die hier direkt wegknallt. So, ich würde jetzt fast sagen, dass wir hier... Könnte ich die nur umdrehen, das wäre cool. So. Die sind mir quasi als Schutz, damit der ein bisschen überlebt. Müsste mal schauen, ob das klappt so. Nee, klappt natürlich nicht. Schade. Das verlieren wir. Und das war's. Aber trotzdem, es macht tierisch Spaß, sich einfach da hinzusetzen und zu überlegen, wie könnte ich das eventuell hinbekommen, dass wir siegreich sind. Und hier sind halt einige Missionen. Ich denke mal, da kommen mit der Zeit auch noch weitere hinzu. Und wir haben halt auch hier die Möglichkeit, Tutorial zu spielen. Das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, weil das ist einfach viel zu einfach. Und eine wöchentliche Herausforderung haben wir. Das könnt ihr dann auch machen. Möchte ich jetzt nicht zeigen. Und ich würde sagen, gehen wir mal zurück zum Sebastian. Ja Leute, das war der VR-Modus von Vestige Fallen Tribes und ich muss sagen, das Spiel gefällt mir in VR um einiges besser als in Flat. Man hat irgendwie auch ein bisschen bessere Übersicht, also das gefiel mir echt gut, muss ich sagen. Ich hatte jetzt in Kombination mit Virtual Desktop
und dem Spiel ein bisschen Probleme. Das jitterte immer so ein klein wenig, also es war nicht so ganz flüssig, aber in der Aufnahme sah es jetzt gut aus. Ich denke aber mal, dass wirklich eine Kombination aus Early Access Titel und Virtual Desktop war, was nicht so ganz gut ging. Ich musste auch erst in Steam rein, konnte nicht über Virtual Desktop starten, weil dann der Flat-Modus startete. Also es kann sein, dass das ein Problem war. Ich muss das jetzt nochmal ein bisschen genauer auschecken. Hätte ich vielleicht auch mal mit einem Kabel testen können, mit Link-Kabel, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es ging so. Manche Maps sind für mich aktuell noch unknackbar. Da muss ich echt noch schauen, wie man da am besten rausfindet, ja, taktisch, wie man da vorgehen kann, wie man die Einheiten besser einsetzt. Das muss ich natürlich noch ein bisschen lernen. Da ist mein Lernpegel noch nicht ganz oben. Aber insgesamt hat es mir Spaß gemacht. Auch wenn es sehr oft man auf gut Deutsch auf die Fresse gab, aber es macht halt Spaß. Man lernt dann teilweise auch durch Fehler, die man macht, und kann dann sich eventuell beim nächsten Mal ein bisschen besser anstellen. Also von Runde zu Runde lernt man halt auch ein bisschen, aber es ist schon echt knackig, muss ich sagen. Da gerne auch mal in die Kommentare, falls ihr das schon gespielt habt. Was haltet ihr von dem Game? Ist es für euch auch so bockschwer oder stelle ich mich gerade nur so ein bisschen blöd an? Gerne mal in die Kommentare damit. Ich möchte auch gerne mal im PvP-Modus spielen, dann aber gerne mit Leuten aus dem Discord, wo man sich dann teilweise auch über Discord unterhalten kann. Das wäre echt cool. Wenn der eine oder andere da Bock drauf hat, gerne mal in die Kommentare rein damit. Vielleicht können wir da mal was ausmachen. Vielleicht könnte ich dann auch eine kleine Aufnahme starten. Dann könnte ich da auch mal einen PvP-Modus zeigen. Und wenn es jetzt ein größeres Update gibt, mache ich gerne noch mal ein Video dazu. Erkläre euch dann die Änderungen und ich denke mal, die werden aktuell von der Community sehr viel Feedback erhalten und das dann auch ins nächste Update einfließen lassen. Ich wurde auch gefragt, werde auch nochmal ein bisschen was zu schreiben. Was ich gerne gehabt hätte, ist wirklich, dass ich Einheiten setzen kann und dann auch sagen kann, welche Flanke die gehen sollen und so weiter und so fort. Also da haben die Einheiten teilweise das gemacht, was ich gar nicht machen wollte, und so. Wenn man jetzt sagen könnte, der Einheit geht durch die Mitte, geht erstmal rechts oder links, also dass die beim Start diese Wege gehen, das wäre cool, wenn man das machen könnte. Das hätte ein bisschen mehr taktische Raffinesse, sage ich einfach mal, dass man das nutzen kann. Ansonsten hat es mir gut gefallen. Ich bin mega gespannt auf das nächste Update und unterstütze gerne OneDev Studios. Die haben aktuell diese Rabattaktion von den alten Titeln von Ragnarök und, wie eben schon erwähnt, Propagation Paradise Hotel. Und der hat einen geilen Titel und 50% Rabatt kriegt man auch nicht überall. Von daher gerne mal das Studio hier unterstützen. Ja, wie gesagt, gerne mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einmal ein Like aufs Video gibt und dann gerne ein Abo dalassen, dass ihr meinen Kanal unterstützt, dass wir so langsam mal wieder nach oben gehen. Ich weiß, es gab eine lange Durststrecke durch meine Verletzung und war nicht alles so einfach, aber ich versuche jetzt wieder ein bisschen aktiver zu werden für euch. Und für mich, es macht mir jetzt auch wieder Spaß. Ich hatte lange Zeit auch ein bisschen Spaß an VR verloren, aber der kommt jetzt wieder mit der kälteren Jahreszeit sowieso. Also wird es definitiv in der nächsten Zeit immer mal wieder Videos geben. Ja Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.